Normalerweise, liebe Schwestern und Brüder, ist es so, wenn man eine Reise plant, dann bereitet man sich entsprechend vor. Man überlegt, welche Dinge man mitzunehmen hat und welche nicht. Geldmittel werden überschlagen, die Reiseapotheke auf den neuesten Stand gebracht und vieles andere mehr. Sollte gar ein expeditionsartiges Unternehmen gestartet werden, gestalten sich die Vorbereitungen noch gründlicher. Dann hängt es ganz vom Ziel der vielleicht strapaziösen Reise ab, was da alles zu besorgen und mitzunehmen ist. Die Logistik, wie der Fachbegriff für jene genaue strategische Vorbereitung lautet, kann über den Erfolg des Unternehmens entscheiden. Extreme Bergbesteigungen verlangen eine andere Ausrüstung als Fahrten durch Wüstengebiete. Die sachgerechte Planung gibt den Ausschlag über das Gelingen des Vorhabens. Die Lehren des Evangeliums, liebe Schwestern, liebe Brüder, scheinen im Kontrast zu diesen menschlichen Grunderfahrungen zu stehen. Hier scheint die eigentliche Vorbereitung darin zu bestehen, keine zu treffen, nichts zu planen. Sowas wie Logistik ganz und gar auszuklammern. Die Jünger sollen ohne Gepäck und Versorgung in das Abenteuer der Glaubensverkündigung gehen. Dabei werden ihnen keine Illusionen gemacht. Es gibt zu wenig Arbeiter. Und damit ist wohl auch klar, dass ihre Kräfte vorne und hinten nicht reichen werden. Sie werden wie Schafe unter die Wölfe gesandt. Keine erfreuliche Position. Wer da der Stärkere ist, der Durchsetzungsfähigere, liegt doch wohl auf der Hand. Das ganze Unternehmen der Glaubensverkündigung scheint zumindest nicht ungefährlich zu sein. Nicht einmal Waffengleichheit besteht, geschweige denn Überlegenheit. Schafe sind nun einmal den Wölfen in der natürlichen Wildbahn nicht gewachsen. Vielleicht aber, liebe Schwestern, liebe Brüder, besteht genau darin die Logistik des Unternehmens Glaubensverkündigung, keine Logistik im herkömmlichen Sinne zu haben. Die einzige Logistik, wenn man denn das so nennen darf, scheint zu sein, von der Hand in den Mund zu leben. Das widerspricht den Bedürfnissen nach menschlicher Planung und Berechenbarkeit. Auch das Verlangen nach einer ja begreiflichen materiellen Sicherung. Macht das nicht gerade die Anstrengung dieser Expedition Glaubensverkündigung aus? Immer wieder die Kirche abzurüsten, sie aus ihren intellektuellen und materiellen Besitzständen herauszuführen, damit sie durchlässig bleibt für die einfache Grundgestalt des Evangeliums. Bevor wir dem vorschnell zustimmen, sollten wir bereit sein, unsere eigenen religiösen Besitzansprüche anzufragen. Unser eigenes Verlangen nach gewissen religiösen Versorgungsleistungen, die uns unserer Meinung nach zustehen. Ich halte solche Abrüstung für einen durchaus schmerzhaften Prozess, der Züge einer regelrechten Krise annehmen kann.
Viele Erschütterungen in der Kirche haben wohl darin ihren Sinn, dass die Kirche oft unfreiwillig zur einfachen Gestalt des Evangeliums zurückfindet. Oft bildeten die Orden das kritische Ferment in solchen Prozessen. Sie wagten in ihren Gründerinnen und Gründern den neuen abenteuerlichen Sprung in die Einfachheit des Evangeliums von der Hand in den Mund zu leben. Ein Franziskus von Assisi nahm dieses Evangelium wörtlich bis hin zu den Bekleidungsvorschriften und wurde den Menschen zu einer ungewöhnlichen Erfahrung. Seine Zeitgenossen meinten, in ihm seien die evangelischen Zeiten wieder zurückgekehrt. Mutter Teresa von Kalkutta ging mit ihren Schwestern einen vergleichbaren Weg. Sie lehnte jede Kapitalbildung als Sicherheit für ihr Unternehmen Menschenliebe ab. Auch sie lebte in einem übertragenen Sinne von der Hand in den Mund. Ohne solche Menschen, wie auch den kleinen Schwestern und Brüdern und vielen anderen Ordensfrauen und Ordensmänner, verlöre die Kirche den Herzschlag des Evangeliums. Sie halten wach, dass die Kirche aus dem Reichtum des Evangeliums lebt, nicht aus einer vielleicht durchaus unvermeidlichen materiellen Vorsorge. Was aber ist denn der Reichtum des Evangeliums? Worauf kommt es an? Das ist der Reichtum und der Kern der Botschaft. Das Reich Gottes ist euch nahe. Und weil das Reich Gottes nahe ist, muss auch seine Verkündigung davon geprägt sein. Sie lebt von dieser Nähe und damit von der Sorge und Fürsorge Gottes selbst. Aus Gott wächst den Frauen und Männern der Glaubensverkündigung die Zukunftsfähigkeit zu. Nicht aus der eigenen Planung und dem mehr oder weniger aufwendigen Strategiedebatten. Jesus Christus geht eine Schicksalsgemeinschaft ein mit denen, die er zur Verkündigung bestellt. Sie gehen an seiner Stelle und sprechen an seiner Stelle und handeln an seiner Stelle. Ihr Erfolg ist seiner, ihr Misserfolg ist es nicht weniger. So wie sich an Christus die Geister scheiden, scheiden sich auch die Geister an allen, die er in die Glaubensverkündigung ruft. Und in diese Glaubensverkündigung ruft er nicht nur Diakone, Priester und Ordensleute. In dieser Glaubensverkündigung ruft er die, die sich von ihrer Taufgnade bestimmen lassen. So ist das von Christus aufgetragene Gebet um Arbeiter in der Ernte ein Gebet, das um diese alle bittet, denn das ist evangelische Wahrheit. Es werden immer zu wenig sein. Und auch das ist evangelische Wahrheit. Die Ernte ist groß. Man hört ja heute nicht selten, klar, Arbeiter sind zu wenige da. Aber ist die Ernte wirklich groß? Wo sind denn die Leute in unseren Breiten, die sich für Gott und seinen Christus interessieren? Das ist den meisten doch völlig gleichgültig, schnurzegal.
das Evangelium verkündet aber, die Ernte ist groß. Das ist eine evangelische Wahrheit, keine religionssoziologische Erkenntnis. Das hat wenig mit Statistiken und unseren sogenannten Erfahrungen zu tun. Die Ernte ist groß, das ist die prophetische Wahrheit des Evangeliums. Das gehört im Evangelium unlösbar zusammen. Es gibt nur wenige Arbeiter und die Ernte ist groß. Die Verkündigung wird nicht folgenlos bleiben. Und diese Verkündigung wird eine sehr durchwachsene Erfahrung sein, die ganze Kirchenzeit hindurch. Da wird es die Freude geben über das Ankommen der Botschaft, die wunderbare Erfahrung, durch Gefährdungen hindurch getragen worden zu sein. Aber auch, wenn das im Evangelium an dieser heutigen Stelle nicht so ausgeführt wird, es kann nicht ausbleiben, dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein, unterlegen zu sein, sind die Jünger, doch wie Schafe unter die Wölfe gesandt. Darum wohl mahnt das Evangelium den Weg der Kirche, dieses Abenteuer der Glaubensverkündigung, nicht nach weltlichen Erfolgsgeschichten zu beurteilen. Im Himmel, in der Offenbarkeit Gottes, wird die eigentliche Geschichte der Glaubensverkündigung verzeichnet. Da haben die Siege und Niederlagen der Frauen und der Männer des Evangeliums ihren wahren Ort. Zu diesen Frauen und Männern des Evangeliums zählen auch und durchaus zentral die Eltern, die ihren Kindern helfen, in den Glauben hineinzuwachsen. Den Frauen und Männern des Evangeliums gilt die Zusage. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind.